Wenn Sie mit Windows arbeiten, brauchen Sie für die Verbindung mit dem Login-Server ein kleines Zusatzprogramm. Das heißt PuTTY und ich illustriere Ihnen kurz, wie Sie das Programm runterladen, öffnen, die Einstellung setzen und sich mit dem Login-Server verbinden. Und das Einfachste wird sein, die Version zu nutzen, die die FU direkt bereitstellt. Dazu suchen Sie nach FU, Berlin und PuTTY und folgen dem Link, den Sie hier sehen, interaktive Verbindung zum Login-Server. Der öffnet eine PDF, die unter anderem auch Informationen zu dem Programm und zu der Verbindung enthält. Und da finden Sie hier einen Link, der verweist direkt auf eine aktuelle Version des PuTTY-Programms. Den kann ich hier markieren, rechter Mausklick, ich klicke auf Kopieren. Damit habe ich diesen Link im Zwischenspeicher und kann den jetzt in einem Browserfenster über STRG V eingeben. Drücke die Enter-Taste, dann wird das Programm direkt runtergeladen. Das dauert auch nicht besonders lange, da das Programm sehr klein und schlank ist. Der Download des Programms ist jetzt in einem Ordner gespeichert, vermutlich der Download-Ordner. Sie öffnen also Ihren Ordner, wo Sie immer Ihre Downloads hinspeichern. In meinem Fall ist es genau dieser Ordner Downloads. Und jetzt könnte ich das Programm mit Doppelklick auf das Programmsymbol direkt starten. Denn PuTTY muss auch nicht wirklich installiert werden. Wir machen es uns aber etwas einfacher und ziehen das Programm von hier auf den Desktop. Das hat den Vorteil, dass Sie das Programm immer finden, wenn Sie es benötigen und nicht lange zu den Ordnern navigieren müssen. Wir starten PuTTY, indem wir einen Doppelklick machen auf das Programm-Icon und sagen Ausführen. Dann finden wir hier eine Eingabemaske mit verschiedenen Einstellungen. Teil davon ist voreingestellt, das können wir auch so lassen. Wir müssen dem Programm aber noch sagen, wie der Server heißt, mit dem wir uns verbinden wollen. Und das ist in diesem Fall der Login-Server. Das heißt, wir geben ein login.fu-berlin.de. Alle anderen Voreinstellungen können wir so lassen. Und wir können noch einmal diese Einstellung als Standard speichern, nämlich indem wir einmal hier auf Default Settings klicken und auf Speichern gehen. Das heißt, jetzt ist diese Einstellung so gespeichert, dass jedes Mal, wenn Sie PuTTY starten, das nicht neu eingeben müssen. Um die Verbindung mit dem Server zu öffnen, klicken wir hier auf Open. Hier bekommen Sie jetzt bei Ihrer ersten Verbindung mit dem Login-Server eine Sicherheitswarnmeldung. Das heißt, Ihr Rechner kennt den Server nicht, mit dem er sich verbinden möchte und fragt Sie ab, ob Sie dem Server vertrauen. In diesem Fall sind es ja FU-Server, das heißt, hier können Sie dem Server vertrauen und das tun Sie mit dem Klick auf Ja. Diese Einstellung wird jetzt gespeichert, das heißt, das müssen Sie bei zukünftigen Verbindungen mit dem FU-Server nicht wieder neu eingeben. So, jetzt haben Sie hier in diesem schwarzen Fenster eine Zeile, die heißt Login As. Das heißt, das Programm erwartet jetzt hier die Eingabe Ihres CDAT-Benutzernamens. Und den geben wir jetzt mal ein. In meinem Fall ist das flach. Das muss auch in Kleinbuchstaben eingegeben werden. Das heißt, auch wenn Ihr Benutzernamen Großbuchstaben enthält, hier müssen Sie alles in Kleinbuchstaben eingeben. Drücken die Enter-Taste. Und jetzt fragt mich das Programm nach meinem CDAT-Passwort. Das gebe ich ein. Das wird nicht angezeigt, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich das eingegeben habe und die Enter-Taste drücke und mich nicht vertippt habe, dann sehe ich, dass ich mit dem Server verbunden bin. Da steht dann auch noch, wann ich mich zuletzt eingeloggt habe und von wo aus ich das getan habe. Aber vor allem sehen Sie jetzt den sogenannten Prompt. Das heißt, Sie sehen Ihren Benutzernamen und dass dieser Benutzerin an dem Login-Server eingeloggt ist. Das heißt, ab hier können wir jetzt mit der Arbeit beginnen. Und wie das funktioniert, das sehen wir in den nächsten Clips.